Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Java-Tutorial. Zu Anfang möchte ich noch zwei Dinge loswerden. Und zwar habe ich jetzt gemerkt, da wir hier in Eclipse meistens den Hintergrund nicht verändern, checkt das ja das Videoprogramm und die Pixel vom vorherigen zum nächsten Frame werden nicht groß unterschiedlich. Das heißt also, die Videos werden im Endeffekt kleiner. Und da könnte ich mir vorstellen, auch da aus dem Grund, dass man ja hier doch recht gut lesen muss und der Text jetzt nicht gerade so groß ist, dass ich das Ganze in Full HD rendere. Das heißt, ich werde es testweise mal machen einfach. Wenn das Video dann eine bestimmte Größe übersteigt, dann werde ich das wieder in HD Ready rendern, aber ich möchte es mal versuchen, weil wie gesagt, die Videogröße ist nicht ganz so groß. So. Und dann wollte ich noch fragen, das ist eigentlich das Anliegen der ganzen Sache, ist es, was ich hier sage, ist das sehr nachvollziehbar, weil es nützt ja nichts, wenn ich hier übelst schnell durchrenne, weil für mich ist es ja alles gerade ein bisschen, gerade die Anfänge ist es ja gerade recht so aus dem Ärmel geschüttelt. Das heißt, ich weiß ja, was ich da hinschreibe, aber ist das Ganze auch nachvollziehbar für euch? Das wäre halt ganz wichtig. Und ja, falls ihr halt Fragen habt, zu einem bestimmten Punkt einfach in die Kommentare stellen, was ich da noch in der nächsten Folge drauf eingehen soll. Gut, aber jetzt geht es los. Ja, heute soll es ein wenig noch um Zahlen gehen und dann werden wir mal schauen, wie weit wir da kommen. Ich hoffe mal, wir werden mit den Zahlen fertig werden. Ansonsten kann man noch, was ein kleineres Thema wäre, wäre die Wahrheitswerte. Oder das größere Thema wäre dann irgendwelche Zeichenketten. So, aber erstmal möchte ich noch kurz auf das Thema Casten eingehen. Da hatten wir schon wenig angefangen, aber wie gesagt, ich möchte ungefähr so 20 Minuten lang die Folge nur machen, weil sonst ist das einfach viel zu viel. So, und der Punkt ist, dass ich da ein bisschen angefangen habe und man sieht ja hier auch, man hat ein Int und noch ein Int und das wird Ganze zu Double gecastet, der ganze Ausdruck. Und ja, da kommt Double raus. Beziehungsweise müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier das richtige Ergebnis. Das heißt, es kann sein, da müsste man jetzt nochmal genauere Nachforschung anstellen, welcher der Faktoren genau gecastet wird. Das heißt, wir müssten mal, jetzt kommt Try and Error, hier eine Klammer drum machen. Das heißt, jetzt wird gesagt, der ganze Ausdruck wird gecastet. Jetzt werden wir mal schauen, ob da ein Unterschied zu festzustellen ist. Man sieht ja hier, um die Division sieht jetzt gerade 3,333 ist das Ergebnis. Und, aha, jetzt kommt 3,0 raus und das ist der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Und zwar bei einer Rechnung wie zum Beispiel hier a durch b, also 10 durch 3, wird bei der Rechnung immer der höchstmögliche verwendete Datentyp genommen. Wenn man jetzt mal hier Character so gesehen ausklammert, hat man ja hier diese Reihenfolge. Und wenn man jetzt sagt, okay, man dividiert ein Int und ein Int, dann kann das auch nur ein Int werden. So, das heißt also, wir haben hier Klammern. Klammern ist wie bei Mathematik, also Klammern werden zuerst ausgeführt, das heißt, wird zuerst a durch b gerechnet, also 10 durch 3 mit 2 Ints. Das heißt, es kommt 3, also 3 raus. So, dann wird das Ganze zu Double gecastet, da wird noch die Komma 0 hinten dran gehangen und das wird in Double geschrieben. Das heißt, es kommt, obwohl wir ja das Ganze gecastet haben, kommt das falsche Ergebnis raus. Deswegen, wenn man hier die Klammer weglässt, ein bisschen ordentlich noch, dann kommt, wie wir schon tausendmal gesehen haben, mindestens jetzt 3,33333 raus, aus dem Grund, dass das A gecastet wird. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Rechnung mit einem Double und einem Int. So. Und da wir ja ein Double verwenden, das ja höher ist als ein Int, wird auch, also ist das Ergebnis, was jetzt hier auf der rechten Seite rauskommt, ein Double. Was hier in der Rechnung rauskommt, ist ein Double. Das ist wichtiger. Auf der rechten Seite kommt auch in dem Fall ein Double raus. Aber ist halt das falsche Ergebnis. Da muss man halt aufpassen. Kann halt passieren, dass da es zu Problemen kommt. So.
So, jetzt haben wir noch die blöde Klammer da. Das wollten wir nicht. So, zack. Dann ein nächster Punkt ist es, es gibt implizites Casten und explizites Casten. Das heißt, wenn wir sagen, ja, machen wir das eigentlich mal kurz. So. Und das speichern wir das Ganze. Man sieht ja schon keine Fehlermeldung. Also es ist ja unglaublich richtig, laut dem Compiler. Dann, ja, kommen wieder 3,0 raus. Das heißt, das ist dasselbe, wie wenn wir den kompletten Ausdruck casten, nachdem er berechnet wurde. So. Das heißt also, es wurde implizit gecastet. Also es wurde im Programm schon gecastet. Explizites Casten ist halt die andere Richtung. Das heißt, es gibt ja hier, wenn ich jetzt schon mal anbreche, die Richtung. Das heißt, ein Byte ist ein Short. Also jede Zahl, die Byte speichern kann, kann auch Short speichern. So. Das heißt, jedes Int ist auch so gesehen ein Double. Das heißt dann im Endeffekt, in die Richtung, also von Byte zu Short und so weiter, da müssen wir nicht wirklich casten. Man kann es natürlich Vollständigkeit halber mit angeben, falls das dann später vielleicht mal zu Problemen führen könnte, weil man ja so gesehen, wenn man nicht gerade so einen Quark macht wie ich hier, die Werte vorher festlegt, sondern es kann ja sein, man weiß nicht, wie die Werte vorher sind. Da kann jetzt mal eine 5 Millionen hier rauskommen bei A. Das kann man alles programmiertechnisch umsetzen, es kommt alles noch. Dann weiß man das ja nicht genau und da kann man am besten noch den Cast mit angeben und dann hat man sich das Ganze geklärt. So. Dann gibt es natürlich das explizite Casten. Das heißt, man sagt, ich hätte jetzt gerne, mal das Ganze mal umdrehen, das ist jetzt, warte, machen wir ein paar neue Sachen, sonst kommen wir hier raus in Fehlermeldung. Also Double, was haben wir noch nicht genommen? C haben wir noch nicht. Ach, immer diese schönen Bezeichner. Ist gleich 5,0. Und das ist dann mit D ist 2,0. So. Dann sagen wir int E ist gleich C durch D. Und da schauen wir nach. Da sagt er ja add cast to int. Das ist ja wieder mal die Quick Fixes. Ich rate ja immer davon ab. Das heißt, wir stellen da einfach mal einen Quick Fix hin. Also wir nehmen diesen Quick Fix. Machen das noch schöner. So. Und tun das Ganze auch mal ausgeben. So. Gedöns nennen wir das Ganze mal, weil das ja natürlich falsch ist. Wird sich gleich zeigen, warum. Und zwar. Ja, es kommt 2 raus. Ja, das ist in dem Sinne ja richtig, weil wir, also in dieser Rechnung hier kommt 2,5 raus, wird aber dadurch, dass wir hier hingeschrieben haben int, also besser den cast hier geschrieben haben, den wir ja hinschreiben müssen, haben wir gerade gesehen, es wäre sonst direkt ein Fehler. So, und das heißt also, hier wird dann noch das, also das Komma und was danach ein Komma kommt, abgehackt. Und somit kommt dann nur als Gedöns eine 2 raus. Ist in dem Sinne natürlich recht blöd. Das kann auch manchmal, wenn man halt diverse komplexere Sachen berechnet, kann das schon mal zu Fehlern führen, die man dann auch Ewigkeiten sucht, weil irgendwo ein Cast falsch gesetzt wurde oder aber weil einfach der Datentyp falsch ist. Weil hier ist einfach nur der Datentyp falsch. Man kann ja Gleitkommazahl kann man nicht in einem Int speichern, geht ja nicht. Und deswegen wäre das dann halt so gesehen ein wenig falsch. Man muss halt immer dann bei der Division, wenn man da wirklich Int nutzt, auch sicherstellen, dass immer ein runder Wert rauskommt, also eine Ganzzahl rauskommt, so gesehen. Gut, das geht jetzt zum Casten. Man sollte natürlich auch merken, dass das auf jeden x-beliebigen Typ anzuwenden geht. So, dann kommt ein nächstes cooles Thema, da können wir das ganze Geschnorr hier mal auskommentieren. Ja, auskommentieren ist eigentlich besser. Nehmen wir einfach diesen, das Ende des mehrzeiligen Kommentars, verschieben das hier runter und zack. Ja, der kotzt natürlich hier rum. So.
Und da schauen wir mal, was wir jetzt hier so machen können. Und zwar, der nächste Punkt ist, den man beim Rechnen mit Zahlen wissen muss, ist der Overflow. Das heißt, wir haben ja festgelegt, es gibt hier einen maximalen Wert. Hier zum Beispiel bei int, was man ja oft verwendet, 2 hoch 32, also der maximale Wert in positive Richtung wäre 2 hoch 31 minus 1, um das mal genau zu nehmen und keinen Quark zu erzählen. Das heißt, wir können jetzt angeben, indem wir sagen Integer, das sollte man es noch richtig schreiben, Punkt Max Value. Was ist die Methode? Jetzt muss ich das selber schauen. Nee, eigentlich nicht. Das heißt, int schieß mich tot. Ah, das haben wir da vorne an. Ist gleich integer.maxValue. Genau. Warum bin ich ohne nachzuschauen darauf gekommen, dass es keine Methode ist? Und zwar ist es hier komplett groß geschrieben. Das heißt, es ist eine Konstante, also es ist eine Variable. Was Konstanten sind, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. So. Heißt also, wir können mal diesen lustigen Wert ausgeben. Sys O und dann, ja, das sage ich mal nicht. A. Man muss übrigens nicht unbedingt eine Zeichenkette dahin schreiben. Das war früher, glaube ich, mal anders. Da musste das dann so aussehen. Jetzt nicht mehr. Das heißt, ja, Hello World wird immer noch rausgegeben. Das finde ich doof. Ist aber tut aber nicht viel zur Sache. Das heißt, der maximale Integer-Wert ist ja, 2 Milliarden irgendwas. 147 Millionen 483.647. Cool. Jetzt kommt aber hier der übelste. Der übelste Trick. Und zwar sagen wir, dieses A++ hatten wir in der letzten Folge gesehen, dass A++ ja einfach nur A plus 1 ist. So. Und auf einmal haben wir, wenn wir zu dem maximalen Wert eine 1 dazu rechnen, haben wir eine Minuszahl. Mathematik für den Arsch. Ja, das ist ja aus dem Grund so, dass wir extra diesen maximalen Wert genommen haben und dann 1 dazu gezählt haben. Also nach dem Motto, na gut, zu unendlich 1 dazuzählen ist wiederum falsch, weil unendlich ist ja nicht bestimmt. So, aber dieser Wert ist ja direkt bestimmt. Und der Sache ist, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt den maximalen Wert und rechne dazu 1 oder ich habe den maximalen Wert oder ein, also die Addition zum Beispiel von zwei Zahlen kommt über diesen Wert, dann wird unten wieder angefangen. Das heißt, wenn ich jetzt mal sage, A plus gleich, ja, dasselbe, das können wir gleich kopieren. So. Dann können wir schauen, was da rauskommt. Minus 2. Also, wenn wir 2, also eigentlich A mal 2 rechnen, so gesehen, kommt minus 2 raus. Dieses plus gleich ist übrigens die Kurzschreibweise von A ist gleich A plus dann halt integer.maxValue. Das gibt es natürlich auch für mal gleich, durch gleich, modulo gleich und so weiter. Also, das ist einfach nur eine Kurzschreibweise. So, warum kommt jetzt aber minus 2 raus? Das ist natürlich jetzt ja die große Frage. Und zwar haben wir ja angegeben, dass wir diese minus 1 noch mit einberechnen müssen, da wir ja die 0 in der Mitte haben. So. Und dadurch, dass wir das so gesehen im Endeffekt zweimal diesen Wert rechnen, kommt ja im Endeffekt minus 2 raus. Weil auf der negativen Seite geht es ja bis minus 2 hoch 31. Und die Differenz so gesehen ist ja minus 1. Das heißt, wir rechnen so gesehen die minus 1 mal 2 und das ist minus 1 mal 2 natürlich minus 2. So. Das so gesehen zum Overflow. Wir können uns ja mal spaßeshalber, würde mich jetzt mal interessieren. Achso, Double. Nee, A haben wir schon. B ist gleich Double. Ich sollte mal richtig schreiben. Max Value. Das würde mich jetzt mal interessieren. Und hacken wir das mal durch. Ja, E hoch 308. Ha, ich wusste es natürlich.
Ist mal geraten. Nein, aber auf jeden Fall, man sieht schon, diese Zahl war gar nicht mal so weit vom weg vom Schuss. Das heißt wirklich hier 308 Nachkommastellen wären theoretischerweise möglich. Toll, ne? Also man sagt auch nicht nur Nachkommastellen, sondern allgemein Stellen vorm Komma wäre dann so gesehen richtig. So, weil durch dieses 10 hoch 308 wird ja also das Komma nach rechts verschoben, und dann gibt es bestimmt auch noch, wenn man jetzt den minimalen Wert nimmt, den gibt es natürlich bestimmt ja auch. So, man sollte das natürlich noch ordentlich markieren. Zack, da haben wir auch schon keinen Fehler. Das heißt, diesen minimalen Wert gibt's. Oh, der sieht anders aus. Cool. Aber wie gesagt, es ist auch in der Richtung. Aber dann logischerweise, wenn man sagt minus 3, also hoch, 10 hoch minus 324, ist ja 0,0, also da noch 324 Nullen, da hinten irgendwo eine 1. So. Also sind ja schon Werte möglich, fernab von Gut und Böse. Das Einzige, was halt ist, die ganzen Nachkommastellen werden irgendwann abgehakt. Na? Also ja, nach der 15. Nachkommastelle wird dann einfach abgehakt. Also insgesamt 16 Ziffern. Darum geht es ja. So, das zum Overflow. Und jetzt kommen wir noch kurz zu den Literalen. Und die 20 Minuten sind schon fast wieder um. Finde ich doof. Also Literale, das sollte hoffentlich recht schnell gehen. Und zwar, wenn man sagt, das können wir ja gleich mal löschen, oder? Nein, wir kommentieren das wieder aus. So, zack, wobei wir denn die Ausgabe nicht brauchen. So heißt Literale. Literale sind eigentlich so gesehen konstante, so ge eigentlich Zeichenketten. Was das jetzt sein soll, werden wir gleich sehen. Und zwar, wir können ja sagen, wir definieren eine Variable vom Typ Long. Long sind 64 Bit, also das ist schon eine ordentliche Zahl. Und nennen das wieder A, wie sonst. Jetzt können wir sagen 12. Ja, das ist jetzt nur, dass er mich ankotzt, dass diese Variable nicht verwendet wird. Das heißt, das merkt er da nicht rum. Aber es kann zum Beispiel sein, dass er, da ja ein Int Standardwert ist, also die 12 ist ja, wenn man so schreibt, standardmäßig ein Int. Das heißt, es kann sein, dass er das als Int zählt, aber einem Long zuweist. Wäre im Endeffekt ja bei einer 12 egal. Aber wir können dem wirklich reinhämmern und sagen 12L. So. Das ist jetzt auch keine 1. Hier sieht man ja den deutlichen Unterschied zwischen der 1 und dem L. Und jetzt haben wir einfach mal einen Buchstaben an eine Zahl hinzugefügt. So. Und durch dieses L wird dann einfach gesagt, das ist jetzt auch ein Long. Das kann man auch im großen L schreiben. Dann gibt es das Ganze natürlich auch noch für Float. B ist gleich 2,5f. Ach, das sieht cool noch. So, das kann man natürlich auch wieder klein schreiben. Same procedure. So. Und der Punkt an der ganzen Sache ist ja wieder, wir haben ja hier ein Double. Double ist der Standardwert. Und wir wollen aber einen Float haben. Das heißt, wir schreiben das F dahinter. Das ist zum Beispiel bei Methodenaufrufen manchmal sehr sinnvoll. Und zwar, wenn man, also ich habe das jetzt in der letzten Zeit sehr oft mit der Klasse Vektor 3 gearbeitet. Man muss dazu sagen, in C Sharp. Aber da sind ja viele Ähnlichkeiten. Und mit diese Klasse, wenn man zum Beispiel einen neuen Vektor erstellen möchte, nimmt kein Double, sondern nimmt nur Floats. Das heißt, immer wenn ich da einen neuen Vektor erstelle, schreibe ich halt, wenn ich wirklich fest Zahlen habe, schreibe ich dahinter ein F. Hier diese Zahl. So. Und dazu sind diese Sachen recht hilfreich, weil da muss man nicht erst zum Beispiel casten, das könnte man auch machen, man könnte dann die 2,5 nach Float casten, aber so ist doch schön einfach. So, das gibt es natürlich auch noch für D, die Double. So. Und zwar aus dem Grund, also machen wir mal so, es ist jetzt kein Grund, aber so als Fun Fact am Rande, dass bei C++ ist nicht Double die Standard-Gleitkommazahl, sondern Float. Das heißt, man müsste, wenn man jetzt einen Double haben möchte, wirklich hier diese Gleitkommazahl auch ein D dahinter schreiben.
Und dann gibt es natürlich noch diverse Sachen für Hexadezimal, Oktal, Binär und so weiter. Und da müsst ihr jetzt erstmal lügen. Das heißt, wenn man sagen int d ist gleich 0x ff. Das Ganze, falls das jetzt jemand irgendwie Spanisch vorkommt, können wir mal ausgeben. Das heißt, in d zu sind 255. Ja, wer hätte es vermutet? Also, das 0x steht für Hexadezimal. Und Hexadezimal bedeutet ja, man nimmt, ja, also im Zahlenbereich ist es ja nicht Neues, aber man nimmt halt die Zahlen von 1 bis, also die Ziffern von 0 bis 9, besser gesagt, und danach kommt dann A, B, C, D, E, F. So, das heißt, F hat den Wert 15 so gesehen. So. Beziehungsweise, wenn man sagt, man hat jetzt hier vorne ein, wenn man sagt, man hat 0f, ja, mal durchhacken. Da kommt die 15 raus. Jetzt schreiben wir 1f. Was kommt da raus? 31, genau. So. Und dadurch kann man halt diverse andere Zahlen definieren. Man kann zum Beispiel dann auch mit hexadezimalen Zahlen logischerweise auch rechnen. Man kann auch hexadezimale Zahlen irgendwie sonst was mit dem machen. Ehrlich gesagt, ich brauche es aktuell nicht, aber es gibt bestimmt irgendwo Einsatzmöglichkeiten. Man soll das halt wissen. Und das Ganze gibt es noch für binär. Jetzt muss ich lügen. Ja, das war's nicht. Ach so, ja, 12. Ja, guten Tag. Ja, beim binären Zahlensystem sagt man natürlich, dass nur Nullen und Einsen möglich sind, kennt man ja oftmals. Und da hatten ja zwei nicht viel zu suchen, ich Wurst. Und ja, also 0b ist für binär, hat mich mein Gedächtnis betrogen. Ja, das gibt es nur für Oktal, aber ja. Ehrlich gesagt, wozu braucht man das? Man kann zum Beispiel einen Binärrechner schreiben. Wuhu! Also mir fällt auf jeden Fall aktuell keine wirklich sinnvolle Einsatzmöglichkeit dafür ein, aber es gibt es. Ist es nicht toll? So. Und ich würde mal dazu sagen, dass es mit den Zahlen erstmal so gewesen sein sollte. Das müsste, denke ich mal, alles Mögliche zu Zahlen sein, was mir so, was man so mehr oder weniger bräuchte. Aber man muss ja so einen Vorlauf haben, dass man halt im Nachhinein, wenn es dann wirklich ans Programmieren geht, nicht großartig Probleme damit bekommt. Sondern halt weiß ungefähr so reagiert dann das Programm, das ist ja das Wichtige. Und das Wichtige, also noch wichtiger an der ganzen Sache ist ja, dass man irgendwo algorithmieren kann und sagen, gut, okay, ich kann das jetzt so schreiben. Und da kommt das raus, was ich haben möchte. Man kann das aber noch kompakter und besser schreiben. Und dann kommt dasselbe raus. Ich habe aber zum Beispiel Performance gespart oder was weiß ich nie, was man noch sparen kann. So. Also es ist gar nicht mal so blöd. Ja. Damit nehmen wir hier das Ende vom Kommentar hin. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst wie gesagt Feedback da, falls irgendwas. Also, es wäre natürlich schade, wenn ich irgendwas zu schnell erklärt habe, aber wie gesagt, das wäre wichtig, dass ich da das Feedback zu kriege, falls ich zu schnell war an der Stelle oder falls ich auf ein Thema nochmal eingehen soll aus den ersten 4 Folgen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf der rechten Seite könnt ihr abonnieren. Links gibt es die letzte Folge und drunter die gesamte Playlist. Ich bin raus. Tschüss.